Moin Moin und willkommen zurück zu Stellaris. Ja, das letzte Mal haben wir uns einen neuen Vasallen beschafft, den wir bald integrieren werden. Aber die nächste Zeit jetzt erstmal werden wir uns darum kümmern, dass hier unten ein bisschen kolonisiert wird. Und wenn Krieg möglich ist, werden wir hier nochmal reingrätschen. Dann werden wir sehen, dass wir das hier so bekommen, dass wir das hier unten alles mitnutzen können. Und mal gucken, vielleicht geben wir noch ein bisschen was an ihn hier ab. Er ist ja momentan gut Friend mit uns, da kann er uns die Flanke schützen gegen das, was hier so rum oxidiert. Ja, ich starte einfach schon mal. Sehen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und irgendwann werden wir dann jetzt mal dann auch das zur Eroberung ansetzen, wenn hier Ruhe herrscht. Aber er ist unser größter Fan hier. Migrationsabkommen wäre nicht schlecht. Wobei er da wahrscheinlich noch mehr von profitieren dürfte. Oh, hier hinten ist echt was los mit Viechern. Riedewelten konnte ich, glaube ich, noch nicht kolonisieren. Konnte ich, glaube ich, die Kätzchen draufsetzen, sobald ich die Schiffe Debris clean habe. analyzed. Ja. Weil die Go-Off, die mögen uns ja nicht so, das sind nicht so unsere Fans. Du erklärst mir die Rivalität. Ja, herzlichen Gruß zurück. Gehen wir vielleicht auch nicht mehr auf den Sack. Machen wir gleich Nägel mit Köppen bei ihm gleich mit. Die sind mir alle technologisch weit voraus. Das ist natürlich echt unschön, aber das haben wir der ersten Folge ja schon gesagt, dass das passieren könnte. Aufgrund der starken Wachstumspolitik, weil wir einfach viel Bevölkerung haben und dadurch die Forschungskosten hier enorm nach oben gehen. Ich kann hier mal gucken. So, durch den Planeten 430% drauf und durch die Bevölkerung nochmal 520 obendrauf. Das ist natürlich schon krass. Aber dafür sollten wir auch bevölkerungsmäßig auf Platz 1 stehen. Da kommt hier keiner ran, nicht mal annähernd. Guck mal, ob es überhaupt Debris einen gibt, der über analyzed. 300 hat. Nicht wundern, das waren wir selbst. System Survey complete. Hostile fleet engaged. Nein, da kommt keiner ran. Auch die alten Reiche nicht. Er möchte mit uns zusammen in den Krieg. Situation log updated. Gegen den da oben. Was soll ich denn da? Gehen wir echt auf den Keks mit ihren Kriegsanfragen. Ah, er klärt die Rivalität zurück, war zu erwarten. Wir haben schon drei Rivalen, okay. Wer ist denn der dritte? Bist du das? Vermute ich mal. Ja, so. Ja, deine Lebenszeit tickert auch langsam aus. Das Forschungsschiff hier oben ist durch. Können dann da noch mal Debris erkunden. analyzed. Können
paar Systeme erkunden. Da, oh, da ist noch voll. Da müsste man auch mal aufräumen. Genau wie hier oben. Also ist erstmal hier unten bei. Schicke ich die nochmal ab. Ansonsten kann da unten jetzt groß aufgeräumt werden. Hier ist ein Gouverneur gestorben im Havo-Sektor. Das ist unschön. Wer eine Zufriedenheit bringt, wahrscheinlich nicht. Sklavereibonus, Erfahrungszuwachs. Ja, dann nehmen wir den Erfahrungszuwachs und ihn hier ist der Jüngste. Von dem haben wir noch am längsten was. Na, Gugglamisch, die großen Quirulanten, da lande ich mal die Bodenarmee. Achso, ne, von da komme ich ja. Construction complete. Lande ich einfach mal hier. Hat das jetzt akzeptiert oder nicht? Jetzt hat das akzeptiert. Der ist unterwegs. Genug Trümmer zum Analysieren. Ah, hier sind auch bewohnbare Welten. Ach, das ist die Gaia-Welt wieder. Ah, da komme ich leider noch nicht ganz ran. Leider noch nicht. Oh, Flottenschiff. System Survey complete. Aber dafür ist er trotzdem überwältigend. Analyzed. Weltraumblitzleitung, okay. Dann die Zeit mal wieder etwas beschleunigen, dass es hier mal etwas vorangeht. Er hat noch 15 Orders. Ja, lohnt sich jetzt ein drittes Forschungsschiff? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, da wird nichts mehr passieren. Ich fliege jetzt einfach mal hier in den Orbit. Die Frage ist, kann ich den langsam mal abschließen? Debris analyzed. Zweiten öffnen. Auch nicht. Knapp, aber nicht. Ist fast in Grenze. Okay, meine Flotte da oben gleich auch noch aufräumen lassen. Was weg ist, ist weg. Neue Armee, die wir ausrüsten müssen. Wir geben den allen die Ziehkrieger mit. Auch wenn die Energie kosten. Nicht mal alle landen, okay. Können hier noch welche landen? Research complete. Debris analyzed. Wahrscheinlich im Krieg weggeschossen worden. Thank you.
sehr gut, eine neue Technologie. Tropische Welt wird aber schon erforscht. Regeneratives Rumpfgewebe, ohne es zu erforschen, nicht schlecht. Haben wir noch gesammelt. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Schade, keiner mit generell wieder was. Debris analyzed. So. Alles, was jetzt an kleinen Flotten noch da ist, wird sich jetzt im Strom sammeln. System Survey complete. Gucken, was unsere Planeten noch so hergeben. Komm ich auf 5 plus, dann kann ich den wegkauen. Und du bekommst dafür auch ein wunderschönes neues Kraftwerk. Debris analyzed. Hier auch. Die Forschung kann ich auch aufrüsten. Research complete. Ah, die Energie. Nahrung 12 plus ist voll ausgebaut, das heißt, wir können hier ordentlich sparen. Wenn ich den wegnehme, haben wir noch 11 Block. Und der weg ist 2 minus 3 sind noch 8. Dann kann ich hier noch 3 Kraftwerke bauen. Research complete. Debris analyzed. Lauschsplitterwerfer. Boah, habe ich hier viele Technologien offen. Welche ist die bessere? 11 bis 19. Ah, die hier. Plasmakanone. War ich stehen geblieben, da bin ich schon bei. Da war ich auch schon. Ich muss kurz die Zeit so lang wieder verlangsamen. Hier ist noch so viel zu tun. Energiehub verbessern und Kraftwerke verbessern und Mineralien ausgehen lassen. 7 Nahrung reicht noch mehr als aus, das heißt, hier können wir dann Bergwerk bauen. Ah, die nerven wieder rum. Ja, jetzt reicht es gar nicht mehr. Kann ich Zeit auch wieder schneller machen. Construction complete. Ja, jetzt sind hier noch ein Haufen Upgrades fällig. Research complete. Kurze Pause. Vitalhydrokulturfarm brauche ich eigentlich nicht. Flottenkapazität brauche ich erstmal auch nicht. Habe ich noch genug frei? Aride Welten. Aride Welten sind gut. Tropische könnte ich jetzt kolonisieren, brauchen wir aber ein Kätzchen für. Stopp. Hier ist noch ein Kraftwerk zu upgraden. Sparen wir jetzt erstmal auf die Mineralien und bauen dann ein Kolonieschiff bei den Kätzchens.
Die haben sogar schon eine Schiffswerft, dann bauen wir die hier. Nächsten Monat ist es soweit. Ach, das Forschungsschiff hier pimmelt auch rum. Debris analyzed. Ist der auch fertig? Kann er hier auch fröhlich erkunden? Ups. Was soll denn das? Ach, weil das schon erkundet ist. Ah, ich kann es nicht bewohnen, weil mir die Technologie fehlt. Hier auch schon mal Konstruktionsschiff rüber juckeln lassen. War natürlich nicht so clever, wenn ich Mineralien sparen wollte für ein Kolonieschiff, aber okay. So, da haben wir es auch schon wieder zusammen. Die hier. Das sind die, die am besten zu uns passen. Tropische Welt gleich noch eine. Lassen wir da gleich zwei bauen. Wachsen, wachsen, wachsen. Construction complete. Bei uns jetzt hat. Ah, noch nicht ganz lieb genug. Construction complete. 11 Punkte noch. Interessiert ihn nicht groß. Er will Mineralien. Tja, aber sehr viele Mineralien. Ah, die sind inzwischen echt lästig hier. Attraktivität sinkt. Ich brauche den Einfluss gleich zum Kolonisieren. Aber wir können auch erstmal den Eroberungsfeldzug fortsetzen. Da laden wir doch wieder unseren Nachbarn ein. Der freut sich bestimmt. Auch das System. Den von mir aus auch noch. Wenn ich jetzt meine alle zusammenkriege. System survey complete. Okay, kriegst du nicht. Da überschreiten wir die zulässigen Punkte, das ist doof. Construction complete. Und alles wichtige Systeme für ihn. Die kosten extrem viele Punkte.
gucken, ob wir Melly da oben noch kriegen. Ach komm schon. Warum? Was soll das? So, ist weggeklickt, verdammt. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Den. Den kriege ich. Den kriege ich. Den will ich auch. System Survey complete. Reicht das vielleicht, wenn ich den nur befreie? Auch nicht. Das wird gehen. Dann ist er eigentlich auch so gut wie Geschichte. Anomaly found. So, damit haben wir dann wieder Krieg. Biete ich auch gleich noch ein Migrationsabkommen an. Die können sich dann zusammentun. Hostile fleet engaged. Eigentlich will ich ja nur den Außenposten ausschalten. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr werden. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ja, gut, das war der. Dann machen wir gar keinen, der fliegt da lang. Ich glaube, meine Truppen da oben können schneller vorrücken, als die von unten anfliegen. Ja, jetzt pissen die sich wieder an wegen Angriffskrieg und so. System Survey complete. Es nützt ja nichts. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Schneller da sein als erwartet, lieber nur im Orbit. Bevor mir wieder so ein Missgeschick passiert wie das letzte Mal, das wäre sehr ärgerlich. Die zweite Armee ist noch gar nicht in Reichweite. Oh no. Situation log updated. Ah, lass ihn mal machen. So bald hinüber.
Da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Okay, das schaffen sie doch auf jeden Fall, den runter zu bomben, bevor die da sind. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ich habe hier noch so eine kleine Flotte. Die könnt ihr mal eben aufräumen. Da wird doch fast wieder nach Hause gegangen. Hostile fleet engaged. Alien Proto-Zivilisation. Ah, ein Kolonieschiff ist durch. Erstmal das außerhalb unserer eigenen Grenzen. Aua, System Survey complete. Können die wieder fröhlich Bomberman spielen hier. Was macht ihr denn da? Obwohl die Station noch da ist und die auf aggressiv stehen. Deswegen. Construction complete. System survey complete. Zusammenfügen. Das tickert immer weiter. Und es dreht um, also Angriff. Können. Verringert sich noch der Schaden. Okay, aber nicht mehr lange. Ist egal, einfach runter. Man hat sich schon umgedreht. Das sollte hier ganz schnell zu Ende sein.
die Armeen auch nicht helfen. Enemy planet secured. So, und weiter geht's. Enemy planet secured. Und gleich die Wohnmachstation raus. System survey complete. Zweite Kolonieschiff ist auch soweit. Die Kolonisierung sollte jetzt eigentlich wieder deutlich billiger sein. 93. System survey complete. So teuer. Haben die da wieder was geändert? Ich dachte immer, die nächste bewohnbare Welt zählt. Wenn ihr wisst, warum das jetzt so teuer ist, haut das mal bitte in die Kommentare. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Kommentare oder Abos. Und wir sehen uns dann morgen.